mir und jetzt hast du das Wort. Ja, vielen lieben Dank, Thorsten, für die nette Einführung und Vorstellung und natürlich vor allen Dingen auch für die Einladung in das Forschungskolloquium. Ich freue mich natürlich sehr, oh, ich muss noch zustimmen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ja, mein Feld vorzustellen, die digitale Provenienzforschung. Und du hast es schon gesagt in der Einführung, ich bin seit 2019 Juniorprofessorin an der TU Berlin. Das ist mit gewissen Herausforderungen verbunden gewesen. Ich bin nämlich erst seit November 2019 da, gehöre also zu den Neuberufungen, die kurz vor Corona kamen und entsprechend unter den Bedingungen etwas leiden mussten. Ich glaube, dir ging es ähnlich oder genauso, wenn nicht sogar. Und das ist insofern in diesem Kontext erwähnenswert, weil meine Juniorprofessur ist tatsächlich die erste Juniorprofessur oder beziehungsweise Professur generell oder akademische Stelle generell mit dieser Denomination digitale Provenienzforschung. Es gab also davor nicht wirklich Stellen oder aber auch tatsächlich schon Projekte an dieser Schnittstelle zwischen Digital Humanities, Provenienzforschung und Kunstwissenschaften. Und das heißt also, ich versuche hier auch mehr oder weniger ein komplett neues Feld zu etablieren und das ist mit eben dem Überlegen um und nach Methoden, dem Suchen nach Methoden verbunden und natürlich auch mit gewissen Herausforderungen. Und deshalb habe ich auch den Titel erstmal sehr allgemein gehalten, denn tatsächlich ist vieles von dem, was ich Ihnen heute präsentiere, noch tatsächlich ganz im Anfang begriffen, steckt noch in Kinderschuhen, ist noch in Beantragungsphasen oder gerade erst durchgekommen, sodass alles eben noch, noch vielfach sehr konzeptuell ist, was ich Ihnen heute zeigen werde. Und ich tatsächlich Ihnen eher einen Überblick geben möchte, was versteht man eigentlich unter digitaler Provenienzforschung oder was könnte man unter digitaler Provenienzforschung verstehen, wo sind eben die Anwendungsfälle und wo können uns diese Methoden weiterhelfen in diesem speziellen Bereich und natürlich auch, das hast du auch gesagt, wo sind natürlich auch die Schnittstellen beziehungsweise wo stehen wir vor denselben Herausforderungen wie natürlich auch die Digital Humanities in allen möglichen anderen geisteswissenschaftlichen Bereichen. So, jetzt hängt es gerade, das ist nicht gut, doch. Okay, ja, Provenienzforschung. Was machen wir in der Provenienzforschung? Wir beschäftigen uns mit der Herkunft von Objekten, von dadurch, dass ich Kunsthistorikerin bin, ist mein spezieller Fokus natürlich auf Kunstwerke. Das heißt also, Sie sehen hier jede Menge Rückseiten von Kunstwerken, Etiketten, aber auch die Unterseite einer Plastik zum Beispiel mit Provenienzmerkmalen, die darauf hinweisen oder darauf verweisen, wo diese Objekte herkommen, wo sie ausgestellt wurden zum Beispiel, wo sie transportiert wurden, wo sie über Zollgrenzen geschafft wurden oder eben auch Galerieetiketten, also wo sie gehandelt wurden, wo sie verkauft wurden. Provenienzforschung ist aber keineswegs nur eine, also ist keineswegs nur limitiert auf Kunstwerke. Tatsächlich ist es so, dass in Deutschland die meisten Kolleginnen im Bereich Provenienzforschung aus der Kunstgeschichte nach wie vor kommen. Aber es machen auch alle möglichen anderen Bereiche und Institutionen Provenienzforschung sehr aktiv. Zum Beispiel sind die Bibliotheken, aber auch die Archive. Die Technikmuseen betreiben genauso Provenienzforschung wie Naturkundemuseen. Also es ist keineswegs eine Forschung, die ausschließlich auf Kunstwerke limitiert ist, wenngleich es in dem Fall jetzt hier mein spezieller Fokus ist und ich deswegen natürlich sehr viel über Kunst sprechen werde. Das Gleiche gilt auch für die Frage nach den Kontexten, die wir erforschen. Ich komme selber aus der Forschung nach dem sogenannten NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgut. Das heißt also, mein Fokus, der Fokus meiner Forschungen und Arbeiten liegt tatsächlich im Bereich des Nationalsozialismus. Aber natürlich, das haben Sie in den vergangenen Jahren in den Medien auch mitbekommen,
bekommen. Provenienzforschung ist genauso für den Bereich der kolonialen Kulturgüter wichtig und äußerst relevant. Aber eben auch, und das ist ein noch sehr neues, junges Feld, für die Bereiche der Enteignungen von Kulturgut oder beziehungsweise von allen möglichen Besitztümern in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Man könnte natürlich noch weitergehen und sagen, es gehört eigentlich ganz Osteuropa da unter den Blick genommen. Aber da sind wir im Moment noch nicht so weit. Aber das sind so die drei Hauptbereiche, mit denen wir in Deutschland in der Provenienzforschung zu tun haben. Das eine sind die Merkmale an den Objekten selbst, die die ProvenienzforscherInnen in der Regel an den Museen untersuchen. Das andere sind die Archivalien, die Quellen, die wir drumherum haben. Sie sehen hier ganz gemischte Quellen von Inventarbüchern über Karteikarten, über Kunsthändlerarchive, Auktionskataloge etc. Also all die, und natürlich Korrespondenzen in Archiven, all diese Archivalien und Quellen, in denen die Kunstwerke auftauchen, deren Herkunft wir versuchen nachzuvollziehen. Und all das muss natürlich irgendwie sinnvoll und sinnig miteinander verknüpft werden. Und das ist ein großes Desiderat in der Provenienzforschung, in der sehr viele der Forschenden an den Häusern selber in befristeten Projekten arbeiten, mit befristeten Projektverträgen, vielfach nur in die hauseigenen, hausinternen Datenbanken Informationen eintragen, Abschlussberichte zwar verfassen für die Fördereinrichtungen, die aber auch nicht zur Gänze publiziert werden, beziehungsweise tatsächlich inzwischen endlich ausgewertet werden für eine Forschungsdatenbank, die Forschungsdatenbank Proveana, die ich auch im Laufe des Vortrags einmal kurz zeigen werde, aber eben trotzdem nicht so transparent verfügbar sind, dass wir wirklich schon auf Datenebene Informationen richtig verknüpfen und zusammenführen können. Das ist insofern traurig, weil Kunstwerke hinterlassen Spuren oder kulturelle Objekte hinterlassen Spuren, auch dann, wenn sie transportiert werden. Ich denke, es könnte durchaus möglich sein, eben auf Basis der Daten, die wir haben, die wir jetzt bereits zur Verfügung haben, wenn auch noch nicht immer so erschlossen, dass wir wirklich mit ihnen effizient arbeiten können, aber trotzdem haben wir sie en masse, wäre es durchaus möglich, eben mehr solche Projekte zu machen, die uns wirklich über die Wege der die Objekte genommen haben, Aufschluss geben könnten. Das ist jetzt hier das Art-Tracks-Projekt des Carnegie Museums of Art in Pittsburgh. Die haben zu ihrem Bestand eben ein, wenn man so will, Provenienz-Rechercheprojekt gemacht und wirklich versucht, eben die Wege, die Kunstwerke gerade Anfang des 19. Jahrhunderts, also Ende des 19., aber Anfang des 20. Jahrhunderts nahmen, diese vielfachen Verschiffungen, Verschickungen, ist ein unglaublich interessantes Forschungsfeld auch, zu visualisieren. Und das ist natürlich etwas, was wir uns erhoffen, was wir in der Provenienzforschung auch irgendwann mal zumindest flächendeckender, nicht ganz flächendeckend vollständig, wenn wir das nie rekonstruieren können, aber zumindest flächendeckender auch vielleicht für die Verschleppungen von Kunstwerken in der NS-Zeit hinbekommen könnten. Das nur noch ein anderes Projekt, das sollte eigentlich animiert sein, ist aber irgendwas ist mir beim Kopieren, beim Reinkopieren schiefgelaufen, deshalb bewegt es sich jetzt nicht, aber auch das nochmal eben zum Verdeutlichen, Kunstwerke fliegen nicht, sie werden transportiert, wurden transportiert und deswegen haben sie in irgendeiner Form immer irgendwo doch wieder Spuren hinterlassen, bei der Übergabe von einer Spedition zur nächsten, bei Zoll, Zollpapieren etc. Also es ist eigentlich möglich, aber wie gesagt, wir brauchen eine sehr viel vertieftere Erschließung der Daten, die wir haben und eben auch gerade solche für die Kunstgeschichte per se erstmal nicht so interessanten Informationen wie Transportdaten, Transportunterlagen. Dort, wo es schwierig wird, selbst wenn wir die Quellen haben, ist, wenn es sich um Kulturgut oder Kunstwerke
handelt, die wirklich massenhaft transportiert wurden. Im Bereich der bildenden Kunst kann das Druckgrafik sein, es können kunsthandwerkliche Gegenstände sein. Hier jetzt auch nochmal, um nochmal zu zeigen, auch selbst wenn ich heute viel über Kunstwerk rede, es geht eben auch um alle möglichen anderen kulturellen Objekte, eben auch Ostasiatiker, auch Ethnografiker, Ethnologiker, hier unten auch Elfenbein. Objekte, die wirklich ja, schiffsweise oder tonnenweise per Schiffe transportiert wurden und die natürlich nicht mehr einzeln gelistet sind, sodass wir eben Einzelobjekte nicht mehr nachvollziehen können. Das heißt also, wir werden natürlich irgendwo immer an Grenzen stoßen. Ich denke aber doch, es ist sehr viel mehr möglich, als bisher eben unternommen wurde in diesem Bereich. Und das hier zeigt jetzt nochmal eine andere Aktion, die sogenannte M-Aktion oder Möbelaktion des Einsatzstabpreisleiter Rosenberg, der zwischen 1941 und 1944 wirklich en masse die Möbel oder Einrichtungsgegenstände aus den verlassenen Wohnungen jüdischer Emigrierter oder jüdischer Deportierter in Frankreich, Belgien und den Niederlanden konfisziert hat und ins Deutsche Reich verbracht hat, damit Sie mal so eine Dimension, also Sie sehen hier eh schon die Möbellager, das gibt schon ein bisschen einen Einblick, aber damit Sie so eine Dimension bekommen in einem der Abschlussberichte des Einsatzstabpreisleiter Rosenberg, wird also kurz vor Kriegsende, wird darauf verwiesen, dass es sich insgesamt um 27.000 Eisenbahnwaggons handelte, die da ins Deutsche Reich verbracht wurden. Also das allein auch, um zu verdeutlichen, wir haben es hier mit Massen zu tun, die wir natürlich auch nicht alle mehr erfassen und nachvollziehen können. Was in den vergangenen Jahren auch immer wieder dazu geführt hat, was sie hier als die Entdeckung der Überforderung betitelt im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, praktisch wiederfinden. Also die Frage, wie weit kommen wir überhaupt mit diesen Forschungen, wenn wir auf der Einzelobjektebene weitermachen, die Herkunft einzelner Objekte zu erforschen, dann wird das ein ziemlich mühseliges Unterfangen und dann werden wir auch keine großen Fortschritte machen in den nächsten Jahren. Also wir brauchen tatsächlich mehr Struktur, mehr digitale Infrastruktur, um diesen Problemen zu begegnen. Ich stelle Ihnen jetzt so ein paar Projekte vor, die ganz interessant sind und, glaube ich, so ein bisschen die Bezüge zueinander auch deutlich machen und auch deutlich machen, vor welchen Problemen und Herausforderungen wir unter anderem stehen. Und du hast es schon gesagt in der Einführung, Thorsten, ich habe promoviert 2012 zu einem Auktionshaus, das 1936 in München gegründet wurde von Adolf Weinmüller und habe mich also praktisch schon von Beginn an in meiner Karriere in der Promovierungsforschung vor allen Dingen mit Kunsthandel beschäftigt, Kunsthandel im Nationalsozialismus, den Mechanismen des Handels. Und ich habe sehr lange in München am Zentralinstitut für Kunstgeschichte gearbeitet, bevor ich hierher nach Berlin kam und habe auch dort Projekte zum Kunsthandel begleitet, unter anderem ein Datenbankprojekt, ein Forschungs- und Datenbankprojekt zur Kunsthandlung Julius Böhler, die Filialen, also die Hauptfiliale in München hatte, aber auch weitere Filialen in Luzern, in Berlin, in New York und möglicherweise sogar phasenweise in Paris. Wir hatten im Zentralinstitut für Kunstgeschichte den Firmennachlass oder beziehungsweise einen Teil des Firmennachlasses der Kunsthandlung Julius Böhler, nämlich die Karteikarten und die Fotomappen. Beides sehen Sie hier, also rechts die Karteikarte, links die dazugehörige Fotomappe. Sie sehen, es gibt ein Nummernverweissystem, also eine Inventarnummer, in dem Fall eine Lagerbuchnummer 2432 auf der Karteikarte, die Sie auch ganz links oben auf dem Foto wiederfinden. Dadurch wissen wir, dass die beiden zusammengehören. Es handelt sich also hier um eine chinesische Vase mit blauen Zinnen, glaube ich, steht da. Ich kann es gerade gar nicht so gut lesen, weil es so klein ist hier bei mir. Aber
Es handelt sich eben um ein Objekt, das eben offensichtlich aus China stammt und das, wie Sie hier in der Mitte sehen, von der Kunsthandel AG Luzern offensichtlich angekauft wurde. Sie finden einen weiteren Hinweis hier auch nochmal, ich habe es nochmal vergrößert, gekauft von Theodor Fischer Luzern. Wir finden einen Hinweis auf eine Reparaturzoll nach Paris. Also offensichtlich war die Vase zur Reparatur in Paris. Und wir finden auf der Rückseite noch den Verweis, dass es zurückging. Da steht aber nur Luzern. Und dann steht noch abgekürzt durch Berlin erhalten. Also wir haben alles, alle möglichen Informationen zu dieser Vase anhand dieser Karteikarte. Wir haben unterschiedliche Stationen, die sie durchlaufen ist. Also offensichtlich war sie in Luzern, offensichtlich in Paris, in Luzern, in Berlin. Aber was wir nicht erfahren, ist die ursprüngliche Herkunft dieser Vase. Also wir können sie allein anhand dessen, was auf dieser Karteikarte steht, nicht zurückverfolgen. Und wir wissen auch wiederum nicht, was dann nach Berlin passierte mit dieser Vase. Also wir können auch nicht sagen, wo sie sich heute befindet. Und das ist ein grundsätzliches Problem, das wir mit Quellen haben, also gerade mit Kunsthandelsquellen. Wenn wir mit diesen Quellen arbeiten, dann sehen wir, dass Objekte eben immer nur kurz auftauchen. Also sie sind immer nur kurz in einem Kontext eben nachvollziehbar. Wir wissen, wo sie ursprünglich, also wo sie unmittelbar davor herkam, und wir wissen vielleicht auch noch, wo sie unmittelbar hinging, also den Erwerb und den Verkauf. Aber es ist nur ein kurzes Aufscheinen dieser Objekte. Und das trifft eben eigentlich auf alle diese Objekte zu. Ich habe jetzt noch ein paar andere Vasen, die von der Kunsthandel gehandelt wurden, auch noch mit Ihnen hier praktisch aufgezeigt. Das heißt also, es ist immer nur eine Momentaufnahme, die wir haben. Ähnlich geht es den ProvenienzforscherInnen in den Museen. Die wissen sehr, sehr oft zwar, dass die Objekte heute da sind, sie beforschen sie ja, aber vielfach wissen sie eben auch nur unmittelbar, wo sie direkt angeworben wurden von dem Museum, wer es ans Museum geschenkt hat, also wie sie ins Museum kamen, aber die Informationen, die da vorliegen, bleiben zunächst im Verborgenen. Wenn ein Museum nun aus einer Kunsthandlung Objekte erworben hat, und das war zufällig die Kunsthandlung Julius Böhler, dann haben wir jetzt eine Möglichkeit, natürlich das nachzuvollziehen. Wenn es eine andere Kunsthandlung war, deren Firmenarchiv nicht verfügbar ist, heute nicht verfügbar, und das trifft leider auf die meisten Firmenarchive von Kunsthändler, Händlerinnen zu, dann haben wir eben immer wieder diese Sackgassen in der Provenienzforschung, wegen denen wir nicht weiterkommen. Ich zeige Ihnen noch eine andere Karteikarte aus der Kunsthandlung Julius Brühler. Hier geht es um ein so ein bisschen bayerisch Holzfigurl. Eine Madonna, braun, um 1750 mit Weltkugel. Und wir sehen auch hier wieder auf der Vorderseite haben wir die Angabe, von wem es gekauft wurde. Das ist in dem Fall Georg Kitzinger, den wir auch identifizieren konnten als einen in Luzern ansässigen Sammler, von dem es 1924 erworben wurde. Und Sie sehen auf der Rückseite wieder, habe ich Ihnen den Auszug auch hier eingestellt, es wurde verkauft auch noch 1924, also einen Monat später, an S. Lemle steht da, Komma hier. Hier ist in dem Fall München, das wissen wir deshalb, weil im Rahmen oder im Zuge der Forschungen in unseren Projekten uns diese Kunsthandlung Siegfried Lemle immer wieder aufschien und auftauchte. Und das war eine jüdische Kunsthandlung, die in München ansässig war. Und es war eine Kunsthandlung, die 1935 durch einen Rundbrief der Reichskammer der Bildenden Künste zur Liquidierung bzw. Umgruppierung, hieß es damals, Umgruppierung meinte nichts anderes als in arische Hände überführen, verkaufen etc., gezwungen war. Und zwar binnen 4 Wochen sollte sich diese Kunsthandlung Siegfried Lemle also auflösen. Und
Siegfried Lemle, den wir hier in der Mitte sehen, mit seiner Familie, seinen Söhnen, hat dann im hohen Alter mit seiner Familie beschlossen, die Kunsthandlung tatsächlich aufzugeben und in die USA zu emigrieren. Die Familie ist nach Los Angeles gegangen und der älteste Sohn, der hier noch als Kind abgebildet ist, Walter Lemle, hat tatsächlich dann die Reste der Kunsthandlung im Prinzip abgewickelt und ist als letzter eben emigriert, aber die Familie konnte eben fliehen. Sie gehörte zu über 40 Kunsthandlungen in München, die dieses Schicksal teilten. Also wir sehen hier, das ist sehr, sehr alt. Das haben wir mal für eine Ausstellung vor wirklich inzwischen fast 10 Jahren gemacht. Aber ich wollte es kurz zeigen, weil es ganz eindrücklich ist. Also es sind über 40 Kunsthandlungen in diesem Ballungsraum da in München gewesen, die alle dieses Rundschreiben erhielten und die eben alle im Prinzip sich dann in der Folgezeit auflösen, selbst liquidieren mussten und eben aus dem Münchner Kunstmarkt verschwanden, verdrängt wurden, teilweise eben mit Deportationsschicksalen, teilweise wie bei den Lemles immerhin mit der geglückten Immigration noch. Für den Münchner Kunsthandel hatte das schwerwiegende Folgen, das sehen Sie hier. Also links eine Anzeige von 1934 aus der Zeitschrift, die Sie gerade auch schon gesehen haben. Und rechts dann nochmal eine Anzeige zum Münchner Kunst- und Antiquitätenhandel von 1941. Und da sehen Sie eigentlich sehr schön eindrücklich, was da passiert ist. Es gibt nur noch ein paar wenige Auktionshäuser und Kunsthandlungen auf dem Münchner Markt, die eben natürlich nicht Monopolstellungen, dazu sind es noch zu viele, aber eben doch schon sehr monopolisierte Stellungen haben. Was haben wir gemacht mit diesen Karteikarten der Kunsthandlung Julius Böhler? Wir haben uns entschieden, dass wir gemeinsam mit dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg uns für die Nutzung von Whisky entscheiden. Also von einer Wissenskommunikationsinfrastruktur, also Whisky steht für wissenschaftliche Kommunikationsinfrastruktur, basierend auf Xerox CRM und eine Ontologie entwickeln, die Sie hier so in dem ersten Entwurf, in dem ersten Schema und Reißbrett, wenn man so möchte, sehen. Und wir haben eben verschiedene Entitäten festgelegt, die wir eben über diese Karteikarten erschließen und erfassen wollen und haben eben diese sehr, sehr komplexe Struktur der Karteikarten selbst. Also Sie sehen ja oder haben gesehen, dass eben diese verschiedenen Stationen da aufgeführt sind, verschiedene Vorbesitzer. Also wir mussten tatsächlich irgendwie eine sehr, sehr komplexe Struktur einfangen, weil wir eben auch diese Fotomappen mit den Karteikarten verknüpfen mussten. Erschwerend hinzu kam, dass es bei der Kunsthandlung Böhler drei parallel existierende und laufende Karteikartensysteme gab, nämlich das Münchner System, das Luzerner System und ein Kommissionskarteikartensystem oder Kommissionswarensystem, sodass wir also wirklich eine sehr, sehr komplexe Struktur da im Hintergrund liegen hatten. Was aber sehr, sehr wichtig ist zu wissen, ist, dass wir unsere Struktur für diese Datenbank, die wir eben dann aus diesen Karteikarten letztlich entstehen lassen haben, an der Archivalie, also die Archivalie ist unsere Hauptentität, aufgehängt haben und dass eben alles, was wir eben entsprechend mit oder an Entitäten in diesem Datenbanksystem, in dieser Struktur weiter verknüpfen, wie zum Beispiel eben Objekte, Personen oder eben Besitzwechsel, hier bezeichnet als Transfer of Custody. Also all diese Entitäten hängen an der Archivalie, weil wir gesagt haben, eben alles, was wir haben an Evidenz, dass diese Objekte jemals existierten, das ist die Karteikarte selbst. Und alle Informationen drumherum zum Objekt selbst, zur Person, die da in diese Besitzwechsel oder zu den Personen, die in diese Besitzwechsel involviert waren, all diese Informationen
die sind immer nur auf diesen Karteikarten oder durch diese Karteikarten nachzuweisen. Deshalb haben wir hier uns für ein System entschieden, wo wir sagen, die Archivalie selbst, also die Karteikarte, ist die Hauptentität, an der alle Informationen hängen, die wir sonst einfach teilweise nicht belegen können, weil wir die Objekte ja physisch nicht haben. Wir haben dann mit dem WSKI gearbeitet. Sie sehen also auch hier, das ist die Arbeitsansicht. So haben wir eben die Daten erschlossen. Das ist sehr, sehr komplex gewesen, weil wir eben verschiedene Verknüpfungen hatten, eben über die Besitzwechsel, weil eben Karteikarten, also teilweise für ein und dasselbe Objekt mehrere Karteikarten angelegt wurden. Also es war sehr, sehr langwierige Arbeit, die wir da hatten, diese Daten zu erschließen. Aber wir haben eben auch entsprechend dann das geschafft, einzelne Entitäten wie eben zum Beispiel Siegfried Lemmle auch entsprechend zu nicht nur selbst zu identifizieren, sondern auch mit entsprechenden Identifiern, also eben Normdaten, auch anzulegen und tatsächlich auch eine Struktur zu schaffen, wo wir eben sehen können, in welche Besitzwechsel, in welche Transaktionen Siegfried Lemmle gemeinsam mit Bühler involviert war. Die Beta-Version ist, ich meine, heute online gegangen. Ich habe es noch nicht ganz geschafft nachzusehen. Es gab am Montag eine kleine Pressekonferenz, da hat es noch nicht wirklich funktioniert. Es gibt auch nach wie vor noch Ansichtsprobleme und das ist noch nicht alles rund im Moment, deshalb also auch wirklich eine Beta-Version. Es sind auch tatsächlich immer noch nicht alle Karteikarten erschlossen und erfasst. Aber das meiste ist drin und lässt sich jetzt eben demnächst dann auch in Zukunft auch online recherchieren. Und Sie sehen hier also nochmal, wie es jetzt heute in der Datenbank aussieht. Die Karteikarte, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, von Kitzinger Georg Lucian an die Kunsthandlung Siegfried Lemmle in München. Ist jetzt heute diese erste Ansicht, die man bekommt. Und wenn man natürlich draufklickt auf die Karteikarte, dann erhält man eben noch mehr Informationen zu diesen ganzen Transaktionen. Ja, eben entsprechend der Struktur haben wir jetzt eben auch drei verschiedene Sucheinstiege. Also man kann über Akteure suchen. Es wird einem immer so eine Vorauswahl gegeben. Da kann man einfach nur stöbern oder man sucht konkret. Über die Objekte, da auch hier kann man entweder nach Gattungen sich so ein bisschen umschauen und stöbern oder man sucht konkret. Oder dann eben, und das ist ja eben unsere Hauptentität auch gewesen, die Karteikarten selbst. Und da sehen Sie nochmal diese drei Karteisysteme, die parallel existierten und diese Datenbankarbeit sehr komplex gemacht haben. Dann komme ich zu einem Problem, das wir auch im Kontext anderer Projekte haben, nicht nur bei Julius Böhler, sondern auch in anderen Kontexten. Ich habe ja gerade gesagt, auf der Karteikarte stand Georg Kitzinger. Wir konnten Georg Kitzinger identifizieren. Das ist nur dadurch passiert, dass wir, dass er im Rahmen dieser Datenbankerschließung mehrfach auftauchte und wir ihn irgendwann dann relativ gesichert als immer denselben identifizieren können. Und das ist bei dem Böhler-Projekt, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, auch deshalb sehr, sehr gut machbar oder sehr, sehr gut nachvollziehbar, weil es dazu noch eine Kundenkartei gibt. Und Sie sehen da links eine Kundenkarteikarte, in dem Fall ist es von Georg Swazenski, glaube ich, Hans Swazenski. Also diese Kundenkarteikarten gibt es, auf denen alle möglichen Informationen zu den einzelnen Personen zu entnehmen sind, bis hin zu den Adressen, Umzügen, teilweise eben auch Todesdaten oder hier eben der Hinweis auf eine möglicherweise Verstorbene, wenn das ein Kreuz ist, Frau Brigitte Hani oder ja. Genau, also wir haben eben manchmal sehr strukturierte Daten zu Personen und wir haben aber, wenn wir mit anderen Quellengattungen arbeiten und ich habe eben auch sehr, sehr viel zu Auktionen in der NS-Zeit recherchiert und wenn man mit Auktionskatalogen arbeitet, dann sieht es meistens so aus wie auf der rechten Seite. Da hat man nämlich gar nichts außer einen Nachnamen. Da haben wir dann Braun, da haben wir Marx, da haben wir Dr. Göring. Wir haben Abkürzungen wie Sonder
B-Punkt und keine weiteren Angaben dazu. Weder eine Verortung noch einen Vornamen, teilweise nicht mal Initialen. Jetzt würde man bei Göring vielleicht denken, das könnte Hermann Göring sein. Hermann Göring war aber nicht promoviert und diese komische Schreibweise mit OE passt auch nicht ganz. Tatsächlich gab es beim Münchner Denkmalamt einen Dr. Max Göring, das ist auch die Person, die hier gemeint ist. Das wissen wir aber auch nur durch Zufall, weil sich in Archiven noch Schriftwechsel zu dieser Transaktion gefunden haben. Aber allein aus Dr. Göring zu schließen, der sich hinter der Person verbirgt, wäre einfach schon nicht mehr wissenschaftlich, wenn es eben allein auf Vermutungen basiert. Und dann haben wir eben auch noch solche Phänomene wie das unten, was Sie da unten rechts sehen, diese zig verschiedenen Schreibweisen wahrscheinlich ein und desselben Namens, von dem wir immer noch nicht wissen, welche jetzt die richtige ist und welche Person damit gemeint ist, weil wir tatsächlich auch immer wieder historische Personen mit Nachnamen mit einer dieser unterschiedlichen Schreibweisen gefunden haben. Also alleine daraus jetzt zu schließen, dass es die und die Person ist einfach schlicht nicht möglich. Das heißt also, wir können in dem Fall nicht auf Identifier zurückgreifen. Wir können nicht mit Normdatenportalen arbeiten, weil es einfach schlichtweg zu riskant ist. Das heißt, wir haben solche Unschärfen, dass wir versuchen müssen, mit diesen Namen anders umzugehen. Und das können wir eben nur, indem wir versuchen, diese Namen aus den unterschiedlichen Kontexten irgendwie zusammenzuführen. Dazu müssen wir sie aber natürlich dennoch hinterlegen. Und versuchen eben dann über das Hinterlegen dieser Namen in den unterschiedlichen historischen Kontexten Muster zu erkennen oder eben entsprechend über Verlinkungen, Verknüpfungen zu arbeiten. Und das ist ein Projekt, was hoffentlich vielleicht nächstes Jahr anlaufen wird, denn gemeinsam mit den Staatlichen Museen Berlin und dem Münzkabinett haben wir im Rahmen der nationalen Forschungsdateninfrastrukturinitiative NFDI for Objects ein kleines Teilprojekt mit eingereicht, wo wir eben uns speziell mit der Frage beschäftigen wollen, wie wir eben diese in Kunsthandelskontexten und Erwerbskontexten auftauchenden, nicht zu identifizierenden Namen künftig besser in den Griff bekommen. Also das ist das, was ich eben am Anfang meinte. Ich würde Ihnen natürlich gerne schon mehr zeigen dazu, aber das NFDI for Objects Projekt ist in der ersten Runde nicht durchgegangen. Es musste nochmal nachgebessert werden. Es ist in die zweite Antragsrunde gekommen. Und im Moment haben wir ein sehr positives Signal bekommen, aber das heißt auch noch nicht, ist auch noch nicht final durch. Das erfahren wir dann im November. Aber bis jetzt sieht alles sehr positiv aus, sodass wir hoffen, dass wir eben nächstes Jahr dann anfangen können. Genau. Ich habe es ja gerade gesagt, in dem Fall, wo wir eben Personen eindeutig identifizieren können, können wir natürlich mit Normdatenportalen arbeiten, wie zum Beispiel der GND. Also das wäre jetzt der korrespondierende Eintrag der GND zu Hans Swazenski, zu dem diese Kundenkarteikarte gehört. Aber hier eben nochmal der Einblick, so sieht das eben in den Auktionskatalogen der Zeit aus. Also da sind eben anhand dieser Einträge die Personen nicht zu identifizieren. Aber Sie sehen auch hier rechts auf der rechten Seite wieder Lemmler auftauchen. In dem Fall wissen wir, dass es sich um Siegfried Lemmler handelt, weil die Forschungen eben ergeben haben, dass Siegfried Lemmler, nachdem er zur Liquidierung gezwungen hat beim Auktionshaus Weinmüller, seine Waren eingeliefert hat. Also in dem Fall können wir diesen Bezug herstellen. Und das ist ein Glücksfall, zeigt aber auch, wie viel Hintergrundwissen man teilweise haben muss, um eben da eindeutig zu identifizieren. Zumindest bis jetzt, solange wir keine anderen Methoden dafür haben. Links nochmal einen Versteigerungskatalog auch aus den 20er Jahren, nur damit Sie sehen, das ist jetzt keine Verschleierungstaktik des Nationalsozialismus, dass da nur Nachnamen drinstehen. Das ist durchaus Tradition. Das ist eine Einlieferliste eben von diesem Auktionskatalog 1927. Also da stehen wir auch vor demselben Problem.
Wir haben oder beziehungsweise ich habe ein Kooperationsprojekt gemeinsam mit dem Zentralen Institut für Kunstgeschichte in München und der UB Heidelberg gehabt zu eben solchen annotierten Auktionskatalogen, also Handexemplaren, in denen eben die Einliefer- und Käufernamen drinstehen. Und wir haben allein für das Auktionshaus Hugo Helbing, ich meine, über 600 annotierte Auktionskataloge, Handexemplare digitalisiert und vor allen Dingen zunächst einmal typisiert und auch versucht, eben diesem Material sozusagen ein bisschen Herr zu werden und zu schauen, wie können wir da mit diesen Personennamen umgehen. Das war erstmal nur ein Einjahresprojekt, das auch schon ausgelaufen ist. Wir möchten aber ein Anschlussprojekt auch beantragen, wo wir eben dieser Frage noch weiter nachgehen und dieses Anschlussprojekt könnte dann eben entsprechend auch mit diesem NFDI-Projekt vielleicht perspektivisch korrespondieren. Also auch nochmal der Einblick, also das sind die Auktionskataloge, die wir da eben digitalisiert haben, beziehungsweise überwiegend natürlich Heidelberg digitalisiert hat. Und da links, in der Mitte diese Liste, die ich Ihnen da schon gezeigt habe, und rechts sehen Sie aber, die Namen sind auch nochmal zu jedem einzelnen Objekt eingetragen. Und da sehen Sie auch, wenn ich sage Auktionskatalog, es handelt sich dann nicht immer nur entsprechend ja, qualitätvoll oder teure Arbeiten der bildenden Kunst, sondern genauso eben Fayencen, Glas, Metallarbeiten, Teppiche, alles Mögliche, was damals auch eben über die Auktionshäuser lief. Oder eben, und das hier jetzt nochmal als sozusagen Spezialgebiet, da kommt jetzt die Archäologie mit rein, antike Münzen, die eben auch über numismatische, also auf Numismatik spezialisierte Auktionshäuser versteigert wurden. Und das war in dem Fall die Münzenhandlung Otto Helbing. Otto Helbing ist tatsächlich der Bruder von Hugo Helbing und hat eben diese Münzhandlung geführt. Und da fängt es auch schon an, also wenn Sie jetzt über das Normdatenportal des Münzkabinetts nach Otto Helbing suchen, dann finden Sie einen Eintrag hier zur Firma Otto Helbing, zur Firma Otto Helbing Nachfolger und zur Firma Gerhard Hirsch. Dass Sie diese Einträge finden, hat den Hintergrund, dass Otto Helbing, also auch die Firma Otto Helbing, arisiert wurde. Otto Helbing war zu dem Zeitpunkt bereits tot, aber sein Nachfolger Gerhard Hirsch war ebenfalls genauso wie Otto Helbing ein jüdischer Kunsthändler. Und die Kunsthandlung wurde dann eben nicht 1935 mit diesem Rundschreiben der Reichskammer liquidiert, sondern eben, wie es damals hieß, arisiert. Das heißt also von einem nicht-jüdischen Nachfolger eben übernommen und weitergeführt und dann auch später eben umbenannt. Das sind jetzt aber Informationen, die erfahren wir aus diesem Eintrag hier nicht. Also der ist sehr oberflächlich, wenn man so will. Wenn man jetzt weiterschaut in der Datenbank Proviana, also der Forschungsdatenbank für Provenienzforschung, finden wir, wenn wir nach Helbing Otto suchen, ihn nicht. Wir finden nur Hugo Helbing. Also da ist er noch gar nicht drin. Und ein weiteres Projekt, an dem ich auch als Kooperationspartnerin am Rande beteiligt bin, ist ebenfalls ein Projekt der UB Heidelberg, nämlich German Sales Institutions, wo tatsächlich Informationen zu Auktionshäusern, Galerien und Antiquariaten gesammelt werden sollen. Und auch da sehen wir bis jetzt nur Hugo Helbing und Fritz Helbing verzeichnet. Otto Helbing ist hier auch noch nicht drin. Also Sie sehen auch, dass es tatsächlich auch wichtig ist, da interdisziplinär zusammenzuarbeiten, weil eben die ArchäologInnen oder NumismatikerInnen da natürlich einen gesonderten Schwerpunkt nochmal darstellen, der nicht immer von den KunsthistorikerInnen mitgedacht wird. Und weswegen es also wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass wir da auch kooperieren, gerade wenn es um diese, also die Identifizierung dieser Namen geht.
Ein anderes Projekt, das ich Ihnen zeigen möchte, ist dieses hier. Ich habe Ihnen bis jetzt ja nur Kunsthandelsdaten gezeigt. Das ist natürlich eine sehr spezielle Quellengattung, also Kunsthandelsarchive, Nachlässe von Kunst oder Firmennachlässe von KunsthändlerInnen. Das ist eine sehr spezielle Quellengattung. Wir sind aber natürlich nicht nur dabei, diese Quellengattung tiefer zu erschließen, sondern wir versuchen natürlich auch Methoden und Wege, digitale Methoden und Wege zu finden, um andere für uns, für die Provenienzforschung relevante Quellenbestände besser zu erschließen oder zielführender zu erschließen. Und der Bestand, den ich Ihnen hier zeige, das ist der Bestand B323 der Treuhandverwaltung von Kulturgut bei der Oberfinanzdirektion München, der sich heute im Bundesarchiv befindet und der wirklich einer der zentralen Quellenbestände für uns ist, weil nach Kriegsende alle in irgendwelchen Depots befindlichen Kunstwerke und Objekte von den Alliierten in sogenannte Central Collecting Points überführt wurden. Und der größte dieser Central Collecting Points, der bestand unter amerikanischer Militärverwaltung in München. Und die Amerikaner haben da nicht nur die Kunstwerke in München zusammengetragen, sondern auch alles mögliche Aktenmaterial, dem sie habhaft werden konnten, also ursprüngliche NS-Dokumente, die sie eben zusammengetragen haben, um diese Kunstwerke zu identifizieren und in ihre Ursprungsländer oder an ihre ehemaligen Eigentümerinnen zurückzuführen. Und diese Aufgabe hat dann ab 1949 die sogenannte Treuhandverwaltung von Kulturgut übernommen und weitergeführt. Deshalb ist dieser Aktenbestand für uns so wichtig, denn er hält eben originäre NS-Akten, oder NS-Schrifttum. Er enthält eben das Schrifttum der Alliierten, also das, was die auch an Rekonstruktionsarbeit geleistet haben. Und er geht dann eben noch weiter in die Nachkriegszeit eben unter der Verwaltung, der Treuhandverwaltung eben bei der Oberfinanzdirektion. Also ein sehr, sehr zentraler Quellenbestand für uns, der über Findmittel recht gut erschlossen ist. Das heißt, man kann oder konnte bis jetzt über die Findmittel bei Invenio, als Historiker kennen Sie das natürlich alle, das Portal, recht gut eigentlich recherchieren. Also Sie sehen hier zum Beispiel ich habe jetzt ein willkürliches Beispiel genommen, ein Geschäftsbuch der Dienststelle Mühlmann, die in den besetzten niederländischen Gebieten tätig war. Und eben darüber recherchierbar ist, wenn man zum Beispiel eben nach Mühlmann sucht. Wir haben aber gesagt, das ist uns noch nicht genug, weil eben über Invenio, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wir immer das Problem haben, dass wenn Bestände viele Unterebenen, Zwischenebenen haben und so sich manchmal wirklich tatsächlich die Zusammenhänge nicht richtig erschließen. Also haben wir, und das sind in dem Fall meine Kollegin Ruth von den Busch und ich, gesagt, wir wollen uns diesen Bestand mal vorknüpfen und haben auf Findmittelebene eben versucht, diesen Bestand einfach selbsterklärlicher zu machen erstmal und haben das Ganze also diese ganzen Findmitteltexte in ein CSV-Skript überführt, dann über Python in Neo4j importiert und versucht zunächst einmal die Bestandsgruppen und Bestände und diese Zwischenebenen sichtbar zu machen und zu schauen, wie die Bestände miteinander korrespondieren und zusammenhängen. Und haben diese Daten dann erstmals mal bereinigt und über Nodes verknüpft und haben dann aber gesagt, ja, es ist zwar schon gut, jetzt sehen wir besser, wie eben die Bestandsgruppen zusammenhängen, aber weiter kommen wir jetzt damit auch noch nicht. Also brauchen wir tatsächlich auch eine Erschließung auf Ebene der Entitäten. Also haben wir über eine API-Schnittstelle eben mit einem NER-Dienst, in dem Fall haben wir uns tatsächlich banalerweise für Google NER entschieden, weil wir wussten, dass da sehr, sehr viele Namen drin sein werden, die eben nicht in anderen Normdatenportalen bisher vorhanden sind. Und wir gedacht haben, die größte Treffermenge bekommen wir vielleicht mit Google NER und haben eben darüber dann mit
mit NER, also Named Entity Recognition, 13.800 Entitäten erzeugen können, und zwar auf verschiedenen Ebenen, die Sie hier auch eingeblendet sehen. Wir haben die Personen natürlich, das sind ungefähr 7.200, aber wir haben eben auch Orte, Ereignisse, wir haben Depots und wir haben alles, was irgendwie mit dem Begriff Sammlung verknüpft war, auch tatsächlich als Collection erkannt. Das sieht jetzt dann natürlich sehr viel differenzierter aus als gerade eben noch. Also wir können jetzt auch sagen, welche Entitäten unmittelbar mit Personen hier, zum Beispiel Hermann Göring, zusammenhängen, der eine eigene Sammlung eben auch hatte. Das heißt, also wir können sehen, welche Bestände an die Person Göring geknüpft sind oder eben im weitesten Sinne mit ihm zusammenhängen. Aber wir haben dann festgestellt, dass das immer noch nicht wirklich so zufriedenstellend ist, weil wir eben unendlich viele Entitäten da drin haben, wie Familie oder eben Kunsthändler oder SammlerInnen, die unter unterschiedlichen Schreibweisen, mal mit Initial, mal mit ausgeschriebenen Vornamen, dann eben verschiedene Entitäten erzeugen, sodass wir also verschiedene Durchgänge der Bereinigung hatten. Das hat aber trotzdem immer noch nicht alle Unschärfen entfernt, aber wir sind dann etwas weitergekommen und haben dann auch versucht, eben zum Beispiel die einzelnen Depots, die in diesem Bestand benannt wird, aufzuschlüsseln und eben diese die einzelnen Depots, in denen sich eben dann bei Kriegsende Gemälde befanden, zum Beispiel besser zu überblicken, was uns ganz gut gelungen ist, weil die sich relativ leicht natürlich bereinigen ließen. Aber wir sind auch tatsächlich auf der Namens- und Behörden-Dienststellenebene ein ganzes Stück weitergekommen und können jetzt zum Beispiel diese Dienststelle Mühlmann auch besser über die Bestände nachweisen und miteinander verknüpfen. Also wir sind an sich ganz zufrieden gewesen mit dem Ergebnis, weil es wirklich diesen Bestand tatsächlich visuell auch besser erschließen lässt. Aber, und das ist jetzt das Problem, was wir damit hatten, Sie sehen jetzt hier nochmal diesen Eintrag bei Invinio, also diesen Kindmittel-Beschreibungstext, und da steht nur hier, nennt Künstler. Das heißt, in dem Bestand werden Künstler und somit wahrscheinlich auch Objekte genannt, aber eben im Findmittel werden diese nicht angegeben und nicht erschlossen. Das heißt, wir können Künstlernamen zum Beispiel nicht über die Findmittelebene mit erfassen, weswegen wir dann die Digitalisate des Bestandes, die Sie hier sehen, tatsächlich alle runtergeladen haben. Es sind insgesamt 800.000 Seiten gewesen und alle diese 800.000, also beziehungsweise alle diese Digitalisate dieses Bestandes sind leider nicht OCR gelesen. Das heißt, wir mussten das selber machen. Es hat eine Weile gedauert und wir haben jetzt über Mirador so eine kleine Arbeitsdatenbank uns erstellt, wo wir jetzt eben diese Bestände vom B323 erstmal eingestellt haben und bis jetzt auch nur, also einfach auch aus Serverkapazitäten bis jetzt nur einen kleinen Arbeitszugriff drauf haben. Aber wir wollten einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert und wie schnell es funktioniert. Und wir waren dann relativ erstaunt, dass wir doch über dieses OCR, wir haben in dem Fall Asia benutzt, tatsächlich wirklich gute Ergebnisse in der Volltextdurchsuchbarkeit dieses Bestandes erzielen. Und zwar tatsächlich jetzt kann ich zum Beispiel suchen, ob die Dienststelle Mühlmann in irgendeiner Form vielleicht auch was mit Mäntelzeichnungen zu tun hat. Und Sie sehen hier diesen Auszug, der hier sich praktisch aus dem OCR ergibt, wo es von einem sich als Staatssekretär ausgebender Mann Namens, das meint natürlich namens Mühlmann, sowohl Mäntelzeichnungen wie auch bla bla bla. Also tatsächlich kann ich jetzt eben auch nicht nur nach den Künstlernamen selber suchen. Ich kann natürlich auch nach Objektbeschreibungen etc. suchen, das muss jetzt nicht der Künstlername sein, aber ich kann sie sogar in ihren Zusammenhängen suchen. Und das ist für uns einfach eine enorme Erleichterung, weil das war vorher einfach nicht möglich. Und als Provenienzforscherin brauchen wir natürlich diese Suche auch auf Objektebene.
Und da haben wir eben jetzt mit dem Bundesarchiv inzwischen Rücksprache gehalten und die wollen uns jetzt bei diesem Projekt auch tatsächlich unterstützen und das weiterführen. Also wir haben jetzt ein Gespräch mit der KI-Abteilung des Bundesarchivs demnächst, worüber wir uns sehr freuen. Und es zeigt auch, ich meine, es ist zwar hier ein Schreibfehler noch drin mit Hamens statt Namens, aber es zeigt auch, dass diese Suche selbst in schwer durchsuchbarem Schrift oder Textmaterial gut zurechtfindet. Also diese merkwürdigen Mikrofilmausdrucke hier im Negativ sind teilweise wirklich also selbst für uns schwer zu lesen und das OCR geht da ganz gut durch und wir haben auch festgestellt, es liest auch Handschriften, es liest natürlich bei weitem nicht alle Handschriften, also wenn jemand sehr krakelig oder eine sehr krakelige Schrift wird nicht erkannt, aber das Liebermann zum Beispiel erkennt da auch handschriftlich auf dieser Karteikarte. Also insofern ein großer Fortschritt, den wir auch da gemacht haben und auch da hoffen wir natürlich, dass es jetzt demnächst weitergeht und in ein größeres Projekt überführt werden kann, wo wir dann natürlich, wenn wir diesen OCR-Text oder OCR gelesenen Text von diesen 800.000 Seiten erneut wieder mit Named Entity Recognition bearbeiten können, dann eben entsprechend auch unsere Knowledge-Graphen und so entsprechend ausdifferenzieren und erweitern können. Und das letzte Projekt, das ich nur ganz kurz anreiße, weil auch das eben bis jetzt nur auf der Ebene der Machbarkeitsstudie angelangt ist, ist ein Projekt, das der Arbeitskreis Provenienzforschung oder beziehungsweise die Arbeitsgruppe Digitale Provenienzforschung im Arbeitskreis Provenienzforschung angestoßen hat, gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut und mit Förderung des Landschaftsverbandes Rheinland. Das Fraunhofer Institut, in dem Fall das Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, hat eine Machbarkeitsstudie jetzt abgeschlossen, Anfang 2022, wo wir eben versucht haben, gemeinsam mit dem dortigen Sachbearbeiter Raúl Vicente Garcia, der auch hier in Berlin um die Ecke praktisch von mir installiert ist, die Bildsuchverfahren für die Provenienzforschung zu optimieren. Und auch da arbeiten wir wieder mit Kunsthandelsbeständen und insbesondere eben erneut wieder auch mit Heidelberg zusammen, also mit der UG Heidelberg und den digitalisierten Auktionskatalogen. Denn die Auktionskataloge der 30er Jahre, Sie sehen hier auch wieder ein Beispiel, Hugo Helbing 33, eine der letzten Auktionen, die Hugo Helbing als jüdischer Auktionator noch veranstaltet hat, waren bebildert. Und es waren bei weitem nicht alle Objekte also abgebildet in den historischen Auktionskatalogen. Das wäre im Druckverfahren zu teuer gewesen, aber zumindest Gemälde oder auch wertvolles Kunsthandwerk oder andere Objekte waren abgebildet. Und mit diesen Bilddaten kann man natürlich versuchen zu suchen, ob diese Objekte heute wieder irgendwo auftauchen oder eben ob sie auch innerhalb der 30er, 40er Jahre vielleicht mehrfach auf dem Auktionsmarkt auftauchen. Das ist aber gar nicht so einfach, wie es klingt, weil tatsächlich also die Tatsache, dass diese Objekte ausschließlich in Schwarz-Weiß abgebildet waren in den historischen Auktionskatalogen und teilweise durch die Drucktechnik auch oft verrastert sind oder in schlechter Qualität sind, die herkömmlichen Bildsuchen massiv stört. Das heißt also, die Google-Bildsuche würde diese Gemälde nicht ohne weiteres heute in Farbe wiedererkennen, wenn sie irgendwo auftauchen. Das heißt, das Fraunhofer hat mal abgesehen davon, dass sie all diese auch hier ja, wie Sie sehen, auf diesen Seiten zusammengefasst mehreren Abbildungen voneinander segmentiert haben, auch eben mit unterschiedlichen Methoden bearbeitet, digital überarbeitet, sodass diese Bilder inzwischen so aufbereitet sind, dass sie eben nicht nur einander wiedererkennen, sondern dass sie auch heute in Farbe zum Beispiel übertragen werden könnten, also dass die Systeme das eben in Farbe übertragen können, beziehungsweise dass man eben zum Beispiel, wenn dreidimensionale Objekte
gebildet sind, auch die Systeme das erkennen als dreidimensionales Objekt und nicht dann mit einem zweidimensionalen gleichsetzen. Also hier sehen Sie eben so ein Beispiel, das wir haben und das eben dreimal in Auktionen auftaucht, 1930, 1933, 1937, sich heute in Wetzlar befindet. Da sehen Sie eben, wie wichtig das für uns ist, weil wir natürlich vor dem Hintergrund dieser Verfolgungskontexte auch wissen müssen, ob Objekte mehrfach auftauchen und ob wir dann wieder über Einlieferung, Käufernamen weiterkommen. Also Sie sehen aber auch, dass das alles ineinander spielt. Also das sind alles Einzelprojekte, aber im Wesentlichen spielen die natürlich auf Dauer alle ineinander. Und versuchen wir natürlich einfach auch, uns Strategien zu überlegen, wie wir diese Einzelprojekte, die erstmal teilweise auch nur digitale Werkzeuge und Tools entwickeln, auch irgendwie weiterdenken können, in tatsächlich digitale Strategien überführen können, die auch eben in der Lage sind, Informationen zu verknüpfen. Und da sind auch natürlich die Museen angesprochen, denn das digitale Museum ist spätestens seit der Corona-Pandemie natürlich in aller Munde und überall diskutiert. Da geht es aber oft ausschließlich um die Digitalisierung der Objekte selbst oder um digitale Vermittlungsstrategien, was immer noch leider ein großes Desiderat ist, die Digitalisierung von all dem Material da unten, Inventarbücher, Objektkarteien der Museen, also all diese Informationen mit Metadaten zu den Objekten und eben Daten zum Erwerb der Objekte, die wir dringend für die Provenienzforschung benötigen, um eben diese Verknüpfungen irgendwann herstellen zu können. Die müssen eben einfach viel, viel konsequenter auch erschlossen, miterschlossen und erfasst und mitgedacht werden in diesen Digitalstrategien der Museen. Und das ist schließlich natürlich Voraussetzung dann auch für digitale Methoden für die Provenienzforschung. Also natürlich wenden wir im Moment Methoden an, aber wir entwickeln noch nicht wirklich richtig neue individuelle Methoden. Dafür brauchen wir natürlich dieses Datenmaterial auch. Und damit zusammenhängt aber auch noch etwas, und damit komme ich dann auch zum Ende, was ich Ihnen hier noch einmal zeigen möchte, um noch einmal auf die Auktionskataloge zurückzukommen. Wir brauchen auch eine Sensibilisierung, und für den Kolonialbereich ist das bereits sehr stark in der Diskussion, wie man sensibel mit Quellen umgeht, mit historischen Quellen, wie man sensibel mit Begrifflichkeiten umgeht. In unserem Bereich, wo wir eben unserem NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut kümmern, ist es leider noch nicht so verbreitet, dass man diese Sensibilisierung wirklich auch, ich sag mal, ernster nimmt. Für uns ist es aber inzwischen doch auch so, dass auch wir überlegen müssen, was wir, wenn wir eben Informationen über Datenbanken erschließen, da eigentlich für Daten und Begrifflichkeiten auch reproduzieren. Also wenn hier zum Beispiel in einem Besitzerverzeichnis steht, die mit Stern bezeichneten Besitzer sind nicht arisch, dann können wir natürlich in einer Datenbank heute nicht jedes Objekt mit diesem Tag versehen. Ja. Das ist auch etwas, eine Transferleistung, die wir auch machen müssen. Nicht arisch ist ein ebenso schwieriger Begriff wie jüdisch auch. Jüdisch ist ein Begriff, der leider in der Provenienzforschung auch oftmals sehr inflationär benutzt wird, ohne dass wir wirklich belegen können, ob sich die entsprechend damals Geschädigten überhaupt als jüdisch empfunden haben und inwiefern sie nicht ausschließlich aufgrund der rassisch motivierten Verfolgung der Nationalsozialisten als jüdisch deklariert wurden. Das heißt also, auch da ist im Bereich des Theoretischen auch einiges mit zu bedenken. Also wenn wir auch künftig digitale Theorien für die Provenienzforschung entwickeln wollen. Also wir können hier nicht einfach wild drauf losarbeiten und erfassen. Wir müssen auch in unserem Bereich schauen, was reproduzieren wir an Daten, was reproduzieren wir da auch an Opferklischees, die eben heute auch zu hinterfragen sind. Und
Damit komme ich zum Schluss. Das ist so ein Spreadsheet, ein Brainstorming-Spreadsheet, das ich hier tatsächlich in Karteikarten an der Wand hängen habe und das ich hier nochmal sozusagen digital reproduziert habe, ganz auf die Schnelle, wo ich sehe, dass eben entsprechend die Erschließung von Quellen, die Digitalisierung, Datenbanken, Visualisierungsstrategien eben der digitalen Provenienzforschung weiterhelfen können, wo sie sich verorten, wo eben aber auch einzelne konkrete Projekte hier an der TU angeknüpft sind, wie zum Beispiel auch Bildungsmodule zu eben dieser Thematik, die ich gerade aufgegriffen habe, der jüdischen SammlerInnen. Wir haben hier ein Forum für Kunstmarktforschung an der TU Berlin. Wir haben Projekte oder ein Projekt, das auch kunsttechnologische Befunde und Provenienzforschung in ihrem Wechselspiel miteinander untersucht. Hoffentlich eben das NFDI for Objects Projekt und auch weitere Projekte eben, die versuchen, so ein bisschen die digitale Provenienzforschung wirklich zu etablieren und zu verankern, weil sie eben noch so neu ist oder weil sie eben noch so ein neues Feld ist. Und damit der letzte Kommentar oder das letzte Statement, ein Auszug aus der Zeitschrift Aviso von 2019, den ich sehr, sehr schön finde. Da ging es um Kultur digital, also es war ein Sonderheft, das Magazin für Kunst und Wissenschaft Bayern, ein Sonderheft, das eben Kultur digital gewidmet war. Und da stand das schöne Zitat: digitale Kompetenz, so war zu erfahren, besteht zu 10% aus Technologie und 90% aus Firmenkultur oder auch Institutionenkultur. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Zitat, das wir uns auch immer wieder runterbeten hier, wenn wir mal verzweifeln, dass Dinge nicht so funktionieren. Wir brauchen eben für wirklich die Weiterentwicklung dieser Methoden. Wir brauchen finanzielle Mittel, wir brauchen Personal und wir brauchen auch eine Institutionenkultur, die uns dabei unterstützt. Und ich hoffe, dass sich das doch weiterentwickelt in der nächsten Zeit. Ich stelle gleich noch ein paar Links in den Chat, das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen, habe ich vergessen, aber die stelle ich noch in den Chat, damit Sie ein paar der Seiten, die ich Ihnen gezeigt habe, auch nochmal nachvollziehen können. Und wie gesagt, eben, ich werde auch noch einen Abstract nachreichen, wo Sie dann auch die Links nochmal haben, sodass Sie das nochmal nachvollziehen können, weil es ja doch relativ viele Projekte und Material war. Vielen Dank. So.